In den letzten Jahren hat sich die Kommunikation mit den einzelnen Behörden immer mehr verdigitalisiert. So kommunizieren heutzutage zum Beispiel die Sozialversicherung für Selbstständige im Zusammenhang mit der Beitragsvorschreibung nur mehr über digitale Wege. Das heißt, die Beitragsvorschreibung wird ihnen digital zugestellt oder aber auch zum Beispiel das Finanzamt kommuniziert auf dem digitalen Wege mit. Wie erfolgt das Ganze? Die digitale Kommunikation erfolgt in erster Linie über dieses Unternehmensserviceportal. Das heißt, ich würde Ihnen hier empfehlen, sich von vornherein bei diesem Unternehmensserviceportal zu registrieren. Den Link finden sehen Sie hier, beziehungsweise ich packe Ihnen am Ende dieses Abschnittes wieder dazu, sodass Sie diesen jederzeit wieder problemlos finden. Das heißt, wenn Sie noch nicht registriert sind, klicken Sie einfach hier auf diesen Registrieren-Button. Dann sollten Sie eben hier zu dieser Registrierung kommen und dann können Sie sich eben hier registrieren, ganz einfach über Ihren Finanz-Online-Zugang, wenn Sie noch keinen haben. Sollten Sie bereits einen Finanz-Online-Zugang, dann können Sie sich hier eben registrieren und wenn Sie dann fertig registriert sind, dann können Sie sich anmelden. Und wenn Sie dann angemeldet sind, gelangen Sie einfach in diesem Portal. Also in diesem Fall müssen Sie sich hier jetzt nicht mehr einloggen, muss ich mich hier nicht mehr einloggen, da ich bereits eingeloggt bin. Im Regelfall ist es so, dass Sie sich einloggen können, einerseits entweder mit der digitalen Signatur oder andererseits eben mit Ihrem Finanz-Online-Zugang. Und wo finden Sie dann diese Nachrichten? Wenn Sie dann einfach hier drauf dieses Mail-Symbol draufklicken, gelangen Sie in diesen Bereich. Und hier finden Sie dann den Posteingang bzw. erledigte Benachrichtigungen bzw. Benachrichtigungen, welche Sie in den Papierkorb geschoben haben. In diesem konkreten Fall finden wir hier keine Benachrichtigungen mehr, da ich alle bereits erledigt habe und die nächsten mit großer Wahrscheinlichkeit erst im Zusammenhang mit der nächsten Beitragsvorschreibung kommen. Und hier, wenn eine Nachricht kommt, bekommen Sie einerseits eine Benachrichtigung per E-Mail, sodass Sie dann einfach nur mehr auf diesen Link klicken müssen und dann gelangen Sie hier schon direkt zu diesem Login-Bereich. Und dann finden Sie hier drunter einfach die jeweils erhaltenen Nachrichten mit den angehängten PDFs, welche Sie dann eben öffnen können, speichern können und gegebenenfalls auch ausdrücken können. Aus diesem Grund bitte abschließend noch einmal, bitte hier sofort bei diesem Unternehmensserviceportal registrieren, da die Kommunikation von einigen Behörden wirklich nur mehr ausschließlich über diese erfolgt.